Ey, Tonek, was geht? Wenn du bei mir Waffen kaufen oder das Schmieden lernen willst, musst du dafür zahlen, Mora. Ah, Mora, geht klar. Später vielleicht. Jetzt noch nicht, Mora. Ok, Orak. Hey, Sanford. Hey, what? Du bist hier der Lagermeister? Eine blöde Frage, das siehst du doch. Zuckerschlecken ist das nicht, das sage ich dir. Wenn alles läuft, interessiert es keine Sau, was ich den ganzen Tag mache. Aber wie, es fehlt was, dann drehen sie gleich alle durch. Weichei, heul nicht rum. Ist nun mal so, wenn du irgendeinen wichtigen Posten übernimmst. Fehlt dir noch was? Ich brauche 15 Weizensäcke vom Kornhof im Norden. Und zwar schnell. Was glaubst du, was hier los ist, wenn die anderen kein Brot mehr bekommen? Wieder muss ich hier den Botenjungen spielen, das ist doch nervig. Was fehlt da sonst noch? Du wirst es nicht glauben, aber ich brauche noch 5 Milchfässer vom Viehhof im Westen. Ich kann es nicht glauben! Tja, ich sagte doch, der Job ist kein Zuckerschlecken. Idiot. Sonst noch irgendwelche Bauchschmerzen? Ich denke, das war erstmal alles, was ich an Waren brauche. Ach, da bin ich ja beruhigt. Doll. Warum holst du deinen Scheiß nicht gefälligst selbst? Du musst uns schon ein wenig unter die Arme greifen. Wer sagt denn, dass ich das will? Ach, du wirst schon das Richtige tun. Da bin ich mir sicher. Ach, quatsch nicht blöd. Was hörst du von deinem Anführer Marek? Marek ist ein Ork-Liebhaber. Schon im Krieg hat er mit ihm zusammengearbeitet. Er steckt bis zum Hals im Arsch von Varek, dem Anführer der Orks. Seine Führungsqualitäten lassen zu wünschen übrig. Jeder kocht hier seine eigene Suppe und hat Dreck am Stecken. Ich mag Marek nicht besonders. Ein selbstgerechtes Arschloch. Klingt irgendwie merkwürdig, oder? Er ist ein Ork-Liebhaber, das hört man irgendwie selten von einem Ork-Söldner. Das passt nicht so ganz zu einem Ork-Söldner, finde ich. Ach, das ist bloß ein Elite-Söldner, okay. Dieser Satz, finde ich zumindest, passt nicht so ganz. So, irgendwie wird es schon dunkel, oder? Kommt mir jetzt nur so vor. Wir haben ja zum Glück ein Bett hier in Monterra, das heißt, wir können zur Not dann schlafen gehen. Gibt's hier was? Ach so, nö, Lagerfeuer bloß. Scheiß der Hund drauf. So, ich bin heute irgendwie ein bisschen aufgedreht. Das liegt daran, wenn ich tagsüber spiele, dann ist das immer so, ja, dann freue ich mich immer ganz dolle. So, Ashton, ich hab da was für dich, glaube ich. Hier hast du mal. Ja, es reicht. Sehr gut. Sehr gut. Willkommen in der Arena von Monterra. Sehr gut. So. Hat das Preisgeld hier jeder bezahlt? Was denkst du denn? Ohne Preisgeld kein Kampf. Ganz einfach. Du bekommst dein Geld zusammen mit meinem zurück, sobald du mich in der Arena besiegt hast. Toll, ganz große Klasse. Dann kämpf mit mir. Langsam, Börschchen. Ich bin hier der Champion. Du bist ein dummer Pimp, das ist alles. Ich will dich erstmal warm machen, bevor du mich herausforderst. Ich steige erst mit dir in die Arena, wenn hier kein anderer mehr gegen dich antreten will. Kannst du haben. Das machen wir doch nur zu gerne. Und natürlich werden wir damit unseren Ruf massiv erhöhen können hier in Monterra, wie das nun mal immer so ist mit den Ork-Söldnern. Da kann man dann ordentlich Eindruck schinden, wenn man den Leuten einfach mal ordentlich aufs Maul haut und mal so richtig Bams macht. So, wo haben wir denn hier jemanden? Oh, das hackt schon wieder, ja, das ist ja hässlich. Unter den Umständen will ich jetzt eigentlich nur ungern kämpfen, aber mal schauen, wahrscheinlich komme ich nicht drum rum. Fedor, dann will ich mit dem anfangen. Nein, Goose, komm, wir fangen mit der Gans an. Ey, Goose! Lass uns in der Arena kämpfen, Kleiner. Dann zeig mal, was du kannst! Sorry, musste kurz was trinken, deswegen jetzt mal eben die Unterbrechung. Ich mach dich platt, mein Freund. Ja. Der hat einen Zweihänder, das ist gut. Und Zweihänder sind immer schön, da kann man schön... Ach, ist das hässlich, das Gehacke. Jetzt geht's wieder besser, das ist schön, das ist super. Und hier können wir auch nicht aus der Arena rausrennen, das ist auch toll. So, das ist nämlich alles kein Problem hier. Da geht es ganz einfach, meine Freunde. Und dann nehmen wir die Goose noch aus, die Gans. Nehmen noch ein bisschen Gänsefleisch an uns. So, dann sammeln wir hier mal den ganzen Scheiß ein. Da hat einer mit einer Spitzhacke gekämpft, wollte mich verarschen. So. Ich sollte nicht so oft, wollte mich verarschen sagen, das ist mir aufgefallen. Also nicht mir so direkt, sondern einer Zuschauerin, sagen wir es mal so. dass ich ständig wollte mich verarschen sagen, aber es ist irgendwie so, wenn man so spielt, man verfällt dann immer in irgendwelche... Scheiße, sagt er. Man verfällt dann immer in irgendwelche Redensweisen, die man immer wieder anwendet. Das ist irgendwie unvermeidlich. So, Fedor, du bist der Nächste. Kämpfe mit mir. Ja. Also dann,
Wir sehen uns in der Arena. So. Kurz speichern. So, und ab geht er, Peter. Und pünktlich zum Kampf Aktion wieder, ist ja super. Auch der ist zwei nicht, das ist supi. So. Tut mir leid, wenn das jetzt unschön ist, das ist mir aber gerade... Ja, kann ich gerade nichts... Oh, ist schlecht, ich mach nochmal hier. Geile Trommelmusik. Ja, ab und zu sollte man sich auch auf den Kampf konzentrieren und nicht einfach nur dumm quatschen die ganze Zeit, ne, das könnte helfen. Blump, war die Musik weg. Da kommt wieder die militärische Musik durch. Ja. So, und dann wollen wir uns jetzt mal wirklich konzentrieren auf die Kämpfe, würde ich sagen. Den müssen wir doch hinkriegen, das ist doch nicht das Problem, oder? Zumal ja hier in der Arena man nicht darauf achten muss, dass man aus Versehen raustritt oder so. Das fand ich ja in Kapdun wirklich extremst nervig, dass man dort ständig rausfallen konnte aus Versehen. Zeig mal, was du drauf hast. Ja, können wir machen. Komm, zack, zack, zack. Alt kein Ding, hab ich halt das Leben und mach dich trotzdem noch mit links platt hier. Zack, so. Die Bartaxt nehmen wir an uns. Und dann noch die Dreisig Gold vom Feodor. Fedor heißt er, nicht Feodor. So, ich würde sagen, wir trinken mal was zwischendurch, oder? Nein, wir können mehr essen. Wir fressen. Wo haben wir denn hier? Hier haben wir. Ah, hier haben wir noch Massen. Mampf. So, wunderbar, da sind wir auch schon wieder voll. Habe ich jetzt gerade, hab gar nicht geguckt gerade. Doch, wir haben schon wieder ein Level abgehabt. Hab ich gar nicht mitgekriegt. So, dann können wir jetzt erstmal hier unsere Belohnungen abholen von den ersten beiden Hanseln, die wir platt gemacht haben. Wo ist denn hier die Gans? Ja, Goose, mein Freund. Alles noch dran? Respekt, du hast einen mordsmäßigen Bums, Bruder. Hier ist dein Preisgeld. Thanks a lot. Warum bloß 300? Finde ich doof. Wie er immer schnattert, wie so eine kleine Ente. Was ist mit dem da hinten los? Der traut sich gleich gar nicht mehr raus, oder wie? Hey, Fedor! Nicht schlecht. Du hast mich glatt umgehauen, Mann. Gute Beobachtungsgabe. Hier ist dein Preisgeld. Der gibt uns 500, das ist schön. Und damit haben wir jetzt schon mal auf jeden Fall mehr als unseren Einsatz wieder rein. Zumal wir den ja sowieso wieder kriegen, wenn wir dann hier einen Oberpimpf platt machen. So, wen gibt's denn hier noch? Haben wir hier überhaupt noch jemanden? Hugo, natürlich. Hugo, kämpfe mit mir in der Arena, mein Freund. Kämpfe mit mir in der Arena. Okay, dann werde ich mal meine müden Knochen in Bewegung setzen, was? Quatsch nicht blöd, kämpfe gegen mich, du Arschloch. So, das speichern wir mal. Und dann werden wir deinen Sack mal richtig schön die Fresse polieren. Ah, weißt du, warum hat denn das mit dem Speichern jetzt gerade hier in den Hacker reingemacht? Das war doch davor schön flüssig gewesen. Geht nicht so. Oh, was war das? Ist toll, das Ding macht was anderes als ich drücke. Das ist der Scheiße eigentlich, aber wir kriegen es auch so hin. So. So, machen wir platt den Sarg. Ist so wunderbar. So, da haben wir schon einen Ruf von 23 in diese Stadt. Ist ein komischer Ruf, muss ich sagen. Also, eine komische Zahl an Ruf, finde ich. So, und ich weiß gar nicht, war das jetzt schon der letzte, abgesehen vom Typen hier, dessen Namen ich vergessen habe, Ashford oder so? Nein, Ash bloß, oder? Steh mal auf, Hugo, ist ja wunderbar, habe ich gewonnen gegen dich. Du kannst ja wieder aufstehen, du musst nicht weiter schlafen, du kannst hier, du musst doch sonst nicht kämpfen. Du kannst auch mit ein bisschen Lebenspunkte, die du hast, hier einfach aufstehen und weiter hier rumstehen. Ja, quatsch nicht dumm, du kannst ja eine Pilzsuppe trinken und dann ist wieder gut. Ist der Kopf noch dran? Nein. Oh, du hast einen merkwürdigen Kampfstil, Fremder. Tja, immerhin hast du mich damit besiegt. Egal, jetzt kann ich dir mal zeigen, was ein Dieb so alles kann. Will ich gar nicht. So, aber wir haben Level Up, das ist superbst. Ja, unser Kampfstil gibt uns insofern recht, dass wir gewinnen, ne? Vor allen Dingen hat unser Kampfstil ein tolles Kernelement, das die anderen Stile überhaupt nicht haben. Wir können speichern und laden. Ach, den aber auch noch nicht, Dan. Mit hier gibt's ja richtig viele, gegen die wir kämpfen können. Das ist ja toll. Steig mit mir in die Arena. Nichts lieber als das. Das ist spitze. Komm, Dan. Dan Brown. I'll make you finish. No, whatever. Whatever. I'll show it to you. I will make you ready. If you know what I mean. You shouldn't have done this, ne? Ah, no, don't do this. Don't do this. It's all okay. Don't do this.
Don't make this aufgeladen Schlag und so. The slave is looking too, because he is wechseling his Besitzer. So, damit haben wir schon mal 30 Rufe in Montero, das ist also schon mal ganz schick. Wenn du Ärger mit meinen Herren haben willst, redest du besser nicht mit mir. Er heißt Dan und ist Gladiator, also sieh dich vor. Dan liegt gerade zu deinen Füßen und hat gerade die Besitzerschaft über dich abgegeben an mich, mein Freund. Hallo, Dan. Ach, ich kann dabei was essen. Habe ich schon so lange nicht mehr gemacht. Gebratene Fleischwanze, gebratenes Fleisch, macht beides 20%? Nein, es macht 10%. Ach komm, noch fressen wir mal hier das Billige. Beim nächsten Mal. Ist die platt gehauen, die Fleischwanze? Die Pflanze. Fressen. Immer rein damit. Komm, du hast einen Bärenhunger, mein Freund. Du bist ein Held. Rein damit. Eugenwalder Mühlenfest lebe hoch. Wird sich grob herzhaft fein. Wir hauen rein. Fällt mir dazu gerade so ein. Ach, dieses Gequatsche hier ist auch schrecklich. Wo ist denn der Dan jetzt hin? Dan? Hugo ist da? Hier ist Dan. Oh, du bist gut, Mann. Siehst gar nicht so aus, wenn du mich freust. Blablabla. Was ist mit deinem Preis? Du kannst meinen Sklaven mitnehmen. Ich habe eh keine richtige Verwendung für ihn. Na sowas. Gut, dann haben wir jetzt einen Sklaven. Ich weiß zwar nicht, was wir mit dem sollen, aber ja, wir haben zumindest mal einen Sklaven. Ist doch auch schön. Du gehörst jetzt mir. Jawohl. Gut. Ist auch scheißegal, für wen du arbeitest, ne? Ja. Egal, bleibst du jetzt hier sitzen oder wie ist das? Kann ich irgendwas mit dir anfangen, mein Freund? Nö, ne? Naja. Das gibt doch nur wieder Ärger. Ich weiß. Wo geht's eigentlich hier hinten lang? Ist hier überhaupt irgendwas? Nicht so... Irgendwie nicht, ne? Ja, was soll's. So. Wo ist denn unser Experte hier? Ey, Ash, wo bist du? Du bist ein Rocksöldner? Ash! Ey, Ash, komm raus! Ich mach dich platt, Alter! Ash, ich reiß dir den Arsch auf, dass dein Kopf hineinpasst! Ash, ach nein, Ashton, okay. Ashton! Tritt an! Mach dich bereit, großer Champion. Jetzt gibt's nur noch uns beide. Du willst mich tatsächlich herausfordern? Wie jawohl! Jetzt bekommst du deine Packung. Ab geht er, meine Freunde. Ab geht er. Der hat natürlich eine dicke Rüssi an. Das ist nicht so schön, aber kriegen wir hin. Sollte machbar sein, denke ich, oder? So. Ja, und dann, ich weiß gar nicht, was wir für den jetzt kriegen. Ich hoffe mal ein bisschen mehr als bloß die 7 Rufpunkte. Wow, das ist schrecklich hier, das Gehacke. Komm, ab geht er. Oh, auch zwei nicht, das ist ja supi. Ja, das war jetzt dem Gehacke geschuldet. Das war ganz große Klasse gerade. Es könnte ja mal wieder flüssig laufen. Das ist nämlich bei Kämpfen überhaupt nicht schön, wenn man hier so ein Gehacke hat. Ach komm, wir klickern den jetzt tot. Was soll's? So, war's schon. Das gibt's doch gar nicht. Ah, da kriegen wir 10 Rufe für. Das ist da auch schön. So, und dann stecken wir uns mal hier sein Kiffzeug ein und die Heiltränke. Und dann fressen wir mal wieder. Friss! Frist, habe ich gesagt. Mampf. So, sind wir quasi wieder voll. Das reicht schon. Na, großer Held. Wer ist jetzt der Champion? Du Dreckskerl, hast mir alle Knochen gebrochen. Hör auf zu weinen, ich will mein Gold. Ja, ja. Hier ist dein Preisgeld. Du hast da noch was vergessen. Ja. Und die 500 Goldmünzen von mir dazu. Jetzt zufrieden? Trottel. So, da haben wir die auch. Und dann können wir mal zum Merrick gehen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch irgendwas Neues erfahren haben. Ich bin mir nicht so wirklich sicher. Ach doch, von Sanford, das haben wir eben noch nicht übermittelt, ne? Dass der den Guten nicht so richtig mag. Schön. Ein wenig besinnliches Gitarrengeklimper.
Das heißt Geklimper. Geklimper ist immer so abwertend. Das ist ja eigentlich kein Geklimper.